Und da sind wir auch schon wieder hier beim Direwolf 20 Modpack Let's Play. In der letzten Episode haben wir hier unser Logistiksystem umgestellt. Und heute werden wir ein bisschen was anderes wieder machen. Tja, machen wir jetzt zuerst die Power Armor oder unsere Ohrverarbeitungsanlage? Wichtig wäre beides, ne? Ja, machen wir unsere Power Suit zuerst, denn die Ohrdings muss ich mir erst nochmal anschauen, was wir da alles brauchen. Wir brauchen. Was braucht man eigentlich? Wir brauchen einen Macerator, beziehungsweise mehr als einen. Dann, was braucht man noch? Zusätzlich zum Macerator braucht man Ore Washing Plant, glaube ich. Wenn wir uns das antun wollen. Wobei, da bekommen wir halt fast dann das Dreifache raus, ne? Hätte auch keiner was dagegen. Wir werden das Ganze aber so machen, dass es von Applied Logistics angeliefert wird. Dann dort wahrscheinlich mit Dingstubes herumgearbeitet werden und dann kommt es wieder raus, ne? Gut. So viel dazu. Dann machen wir trotzdem das Power Suit zuerst. Da brauchen wir Tinker. Eine Tinker Table. Okay. Also wir brauchen für das die Industrialkraftsachen. Forge Hammer, da machen wir gleich ein Rezept. Forge Hammer, gehen wir gleich mal Item Subsets IC2. Tools am besten. Forge Hammer Hammer. Was werden wir sicher auch noch brauchen, ist ein Cutter. Gut. Ich hoffe nur, dass das ME-System damit umgehen kann, weil das werden wir dann sehen. Ne? Wrench brauchen wir gleich noch keinen. So, dann werde ich das mal draußen reinschmeißen und dann sehen wir ja gleich, ob das Logistiksystem das handeln kann. Und ob er da dann einen gebrauchten Hammer nimmt oder ob er da 10.000 craftet. Mit den Applied Energistics Sachen geht's, also hoffe ich, dass es mit dem Zeug auch geht. Ansonsten müssten wir uns ein Dings craften, ne? Die IC2 Maschinen. Plate. Ach so. Okay, und haben wir jetzt einen Hammer mehr? Nee. 26 hat er. Dann versuchen wir es nochmal. Mach mal 10. Dann fällt es uns sicher auf. 16 Uses, jawohl. Genau, so möchte ich das. Das heißt, er weiß jetzt automatisch, wie er das craften soll. Dann gleich mal das Machine Casing. Okay, wir brauchen doch einen Wrench, sehe ich da gerade. Wahrscheinlich. Ah, Tinker Taper, ne? Ah, Schwede. Rezept. Na komm, schalt um auf das andere, danke. Rubber Bar, glaube ich. Nee, weiß er nicht. Das war genau das Falsche. So, damit dürfte man dann schon was requesten können, hoffentlich. Sofern wir Rubber Bars haben, natürlich.
Für die wird es ein Crafting-Rezept geben, ganz klar. Die werden wir dann unten einbauen in unser System. Ist es Zeit zum Schlafen gehen? Nee. Gut, dann hätte ich jetzt gern so ein Basic-Ding. Herzlichen Dank. Und einen Schaltkreis. Alter Schwede, hat ohne Probleme funktioniert. Wie viele Bars haben wir? Ah ja, mal 1000. Emerald. Dann einmal zusammen craften. Bam. Power Armor Tinker Table. Supi. Dann schalten wir hier um, damit ich da die Dinge erfinde. Machine Muses Modular Power Suits. Genau. Zwei Schaltkreise, vier Schaltkreise, sechs Schaltkreise, acht Schaltkreise. Nochmal 10. Und Eisen war das andere. Aber cool, wie das funktioniert hier, unser Autocrafting. Ist zwar jetzt nicht das schnellste, obwohl wir arsch viel CPUs haben, aber was soll's. Ein Kopfteil, ein Armorteil, ein Fußteil und so ein Teil. Braucht man sowas? Eigentlich nicht, ne? Zumindest vorerst nicht. Dann haben wir uns gleich die anderen Rezepte ein, zum Beispiel das Wiring. Ah ja. Da fängt schon wieder an. Gut, stinks. Na komm, schalt um. Gut. Den Rest dürften wir haben. Ich mache nur die Dinge, die wir dann sowieso brauchen werden. Und da können wir lustigerweise schon alles craften davon. Cool, sage ich da nur. Das waren jetzt mal die billigen Dinge. Die in so gut wie jedem Crafting-Rezept vorkommen. Aber was wir schon mal abgespeichert haben, haben wir abgespeichert. Denn was er weiß, das weiß er. Alter Schwede, da haben wir gleich die erste Seite von 13 Seiten vor. 13 Seiten, wisst ihr? 13, weißt du? Ich glaube, so gut es ist mit uns Ressourcen noch nie gegangen. Glaube ich. Ich muss kurz mal nachschauen, wie schaut es denn aus hier? Unser Speicherdings. Ich schaue da klasse auf der Webseite. Ja, doch. Schaut gut aus noch. Dann, ach ja, so ein Basic-Ding hätte ich auch noch machen können. Ah, da machen wir den noch schnell hier. Und dem werden wir nämlich auch einige brauchen. Carbon Microfiber. Aha. Raw Carbon. Das ist ein Block. Okay, das ist direkt von ihr. Computer Chip. Hoffe ich, dass wir nicht brauchen. Ich glaube, ich lege mir eine Leitung automatisch da reinschmeißen. So, da ist die erste Seite vor.
Jetzt ist er dann zum Schlafen gehen, hoffe ich mal, oder? Nee, immer noch nicht. Gut. Dann fangen wir an, hätte ich gesagt. Energy. Haben wir hier den lustigen Fluix-Extremen. Ah. Haben wir noch Aelorite. Redstone Flux Capacitor, weißt du? Der müsste, wenn er aktiviert ist, erstens mal unsere Dinge unten versorgen. Oder auch nicht. Tja, da ist genau jetzt das Fraps Overlay drüber. Aber ich glaube ja. Dass er den Schmarrn versorgt. Gut, was fangen wir an? Mit dem Kopf auf jeden Fall mal. Energy Shield, haha. Nee, etwas einfacher. Wir brauchen ja nichts, was Energie generiert, sage ich jetzt mal. Grab the bottom left most food item from your inventory and feed it. Das war's. Autofeeder. Wenn du hungrig bist, dann nimm dieses Multitool, das links unten, meist links unten ein Essens-Item vom Inventar und haut's dir rein, auf gut Deutsch. Also hier dürfte es sein, oder hier. Bottom left most, ne, wäre das. Control Circuit, so water, when you run out of air, this module will join it water. Ah ja, die könnten wir auch noch craften, die Kapazitoren. Kapazitor, zumindest den billigen. Ach, du heilige Kacke. Ja, wir haben uns natürlich nicht was Einfaches ausgesucht. Der Vorteil ist aber dann, na komm. Ne, das ist auch das falsche Sinn. Das IC210 hätte ich gern. Sehr gut. Der fehlt uns. Das Zinnkabel fehlt uns noch. Also ihr seht schon, es sind arsch viele Rezepte hier notwendig. Für Modular Power Suits mittlerweile. Ach, ich erinnere mich vor einigen. War das in der letzten oder in der vorletzten Staffel, haben wir das noch per Hand gecraftet. Alter Schwede. Das war, naja, alles andere als lustig. Und hat ewig gedauert. Ich trinke einen Schluck. Und da ist mir gerade die Wasserflasche leer geworden. Also gut. Flight Control wäre natürlich auch gut. Haben wir hier irgendwo einen Lernzettel? Ja. Control Circuit braucht man auf jeden Fall. Brauche ich nicht. Kompass brauche ich nicht. More about brauche ich nicht. Aura Meter brauche ich nicht. So. Flight Control. Also Flight Control brauchen wir mal. Einen Control Circuit. Night Vision. Braucht man Night Vision eigentlich nicht. Dann LV-Kapazitor. Braucht man auch einen für dessen Wasserelektrolyse. Autofeed, da braucht man. Nee, braucht man nicht. Batteriemäßig braucht man auch nichts. Energy Shield braucht man Force Emitter.
Braucht man zwei, ist nur die Frage, wie craftet man die? Ja, doch, das dürfte man haben. Ein Zeugwerk, außer die Enderperlen, die liegen doch woanders. Ah, ich drücke mit der mittleren Maustaste. Ah, das ist kein Problem, die können wir erholen. So, 4 Stacks sollten da erstmal genug sein fürs Haupt-ME-System. Das waren jetzt nochmal die Dinge für den Kopf. Dann werden wir die auch gleich mal angehen. Und wir werden gleich heiß überall 10 davon machen, dann haben wir sicher genug. So, Control Circuit. Na komm. Gut, dann lassen wir den erstmal Control, dann L, wow, Capacitor. Habe ich den nicht reingegeben? Ja, doch, oder? Batterie ist da. Warum haben wir da jetzt eine? Gut, dann habe ich den doch dann vergessen. Ach ja, stimmt, da brauchen wir eine andere Batterie. Ich erinnere mich. Wo ist er da? Zack. Ach nee, die wurden die gefixt anscheinend, die EC-Batterien, habe ich auch nichts dagegen. Control Circuit, sagen wir mal, da machen wir noch 10 Force Emitters. Die werden wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, habe ich wirklich vergessen. Gut. Soll passieren. Soll passieren. Dann machen wir auch 10 von den LV-Dingen. Dann holen wir uns mal das Flight Control als erstes. Wo ist denn das? Oder Oteilig. Achso, ja. Flight Control eingebaut. Das lassen wir so, wie es ist. Da braucht man nichts mehr, haben wir gesagt, ne? Da braucht man den Capacitor. Das ist jetzt das mit den Force. 7, ja, das sollte erstmal reichen. Water-Elektrolyse ist drinnen. So, ich sehe leider den Strom nicht. Und ich weiß nicht, ob er hier abzieht. Ich gehe aber davon aus. Gut, dann das nächste. A-Pair ist am Mechanik, but to reduce the efficiency of weight on the user. Cool. Energieschild ist mir erstmal wichtiger. Braucht man nichts. Jetpack. Iron Thruster. Glider. Aha. Dann
Sehe ich, wir kommen zum Ende der Episode hin. Was hat er noch? Magnets, genau, strong attack. Aha. Cooling Mob pushes mobs away. Water tank. Aha. Kleiderwings und na Iron Thruster. Endlich sollten uns die reichen. Die Iron Thruster. Da machen wir uns ein MA Crafting System. Also Dings das. Ich bin ja nicht verrückt und craft das bei Hand. Hätte man den Kleider auch gleich automatisieren können. Naja, falls vielleicht jemand mal auf Besuch kommt hier, will ich ja nicht, dass der da selbst craften muss. Bam, 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 bam. Dann requesten wir gleich einen. Nachdem ich mir noch so ein Forstding rausgeholt habe. Eins, so. Advanced Machine Casing. Nethor. Tja. Keine Ahnung, ob wir Alloy haben. Nee. Carbon Blades natürlich auch nicht. Dann schauen wir mal, dass wir ein Rezept für dieses Mixed Metal Ingot bekommen. So eine brauche ich, so eine. So eine. Kupfer, Zinn, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Nee, das ist Bronze. Ach ja. Bronzeplating. Ja, mit harten B auf jeden Fall. Ja, doch, jetzt hat er doch einige mehr gemacht. Das liegt aber eventuell daran, dass er mehrere zum Craften benötigt hat. So. Das ist richtige Bronze, ich glaube. Ich hoffe. Nee, ist nicht das Richtige. Ich glaube, das am Anfang ist es. Das da. Das Forestry-Rezept, genau. Da kommen wir schon den. Alloy Quatsch hier requesten. Dann brauchen wir einen Stick Kohle im Pulverizer. Alter, wir werden dann so schnell hier laufen können. Das ist ja schon, ja, lustig. Freue ich mich jetzt schon drauf, aber das gibt es ja schon in der nächsten Episode. Bis dann.